Kyle, hier ist deine Anmeldung. Es wird dir sicher gefallen. Ich weiß. Du brauchst nicht nervös zu sein. Ich bin nicht nervös. Du siehst wirklich gut aus. Ich fahre jetzt los. Ich muss heute länger arbeiten. Dein Essen steht im Kühlschrank. Okay. Warte. Krieg ich einen Kuss? Mom, ich darf nicht... So, fahr jetzt, sonst kommst du zu spät. Ja. Mach's gut. Morgen, bitte setzt euch auf euren Platz. Wir haben heute eine Menge zu tun. Wir machen da weiter, wo wir gestern mit unserem wissenschaftlichen Versuch aufgehört haben. Bitte vergesst nicht, diese Präsentation zählt zu euren weiteren Noten, und zwar mehr als eine Klassenarbeit. Also strengt euch an. Von wem ich noch einen brodelnden Sodavulkan sehe oder ähnliches, dem versichere ich, dass er freiwillig die Klasse wiederholen darf. Hallo? Kann ich dir helfen? Ich bin neu hier. Oh. Herzlich willkommen. Moment mal, warte, komm mal zu mir. Ich möchte dich ordentlich vorstellen. Hört mal alle zu. Das ist Kyle Barrett. Und woher kommst du, Kyle? Ein wenig von überall. Oh, okay. Ich glaube, da war ich auch schon. Ein paar Mal. Setz dich dahin. Befassen wir uns wieder mit unseren Präsentationen. Was ist das für ein Arsch? Wie weit sind wir mit unseren wissenschaftlichen Projekten gekommen? Aufgehört haben wir gestern mit Cindy. Beginnen wir also heute mit Jason McIntyre. Komm nach vorn, Jason. Jason! Hört auf zu lachen, das ist nicht lustig. Bleibt auf euren Plätzen. Jeder von euch bleibt sitzen. Jason, was ist passiert? Ich bin gestolpert. Ausgerutscht. Oh, Jason. Er hat ihm ein Bein gestellt. Wie bitte? Der da war's. Richard, ist das wahr? Nein. Jason, hat er dir ein Bein gestellt? Ja. Er lügt! Richard? Du gehst sofort in Mr. Armstrongs Büro. Ich werde auch gleich dort sein. Jason lügt! Ich sagte sofort! Er lügt! Geh jetzt! Ihr verhaltet euch ruhig und bleibt sitzen. Ich beeile mich. Ich bin sofort zurück. Ich krieg dich. Jack, sammel bitte die Scherben auf. Und David, mach den Boden mit ein paar Papiertüchern sauber. Ich mach dich fertig. Hast du das kapiert? McIntyre! Darf ich dir beim Gehen etwas helfen? Lass mich los, bitte! Hey, du Arsch! Mir haben sie 2 Wochen Schulausschluss auferlegt. Weißt du, was mein alter Herr mit dir machen würde? Das! Mach sowas nie wieder. Hau ab. Hey. Sag's ihm, Rick. Hey! Ich hau ihm eine rein. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Du sollst ihn festhalten. Oh.
Kyle, pass auf! Hi. Ich bin Jason. Jason McIntyre. Hey, wo hast du gelernt, so zuzuschlagen? Was willst du? Ich wollte nur Danke sagen, weißt du? Ich dachte, vielleicht können wir Freunde werden. Oder so. Du darfst dich nicht so ärgern lassen. Ich weiß. Ja, das weiß ich auch. Ich glaube, ich habe ihm die Nase gebrochen. Wirklich? Ja, ich denke schon. Krass. Ich habe mal in Denver gewohnt. Warst du schon dort? Nein. Und vor Denver war ich in San Antonio, Texas. Und davor in Chicago. Da wurde ich auch geboren. Kennst du Chicago? Mm-mm. Viel umgezogen. Warum? Ich weiß es nicht. Was macht dein Dad? Ich habe kein Dad. Oh. Naja, ich habe schon einen. Er lebt irgendwo. Nur ich habe ihn nie gesehen. Oh nein. Was? Das ist Jack. Wer ist Jack? Ricks Bruder. So ein Mist. Bist du der Neue? Und du der Bruder des Kotzbrockens, hä? Huh? Also, er hat erzählt, dass ihr ihn nach der Schule verprügelt habt. Ich denke, es war umgekehrt. Du nennst meinen Bruder einen Lügner? Ja, absolut. Hör zu, du Armleuchter! Ich werde dir jetzt mal was erzählen, was jeder andere in dieser kleinen beschissenen Stadt schon weiß. Niemand. Außer mir schlägt mein kleiner Bruder. Hast du verstanden? Dirk! Dirk, lass ihn nicht entwischen! Nein! Durch eine Kette wird deine Visage auch nicht schöner. Du verdammter Hurensohn! Dirk, steig sofort ins Auto! Jack, was ist mit deiner Nase? Halt die Klappe! Fahr schneller! Komm, schneller! Bring ihn nicht um, ich möchte keine Schwierigkeiten bekommen. Da sind sie! Du fährst zu schnell, Mann! Fahr langsam!
langsamer! Fahr nicht so schnell, Jack! Oh, verdammt! Tritt schneller, Jason! Jack, was hast du vor? Spinnst du? Du fährst zu schnell! Jack, Jack, vergiss es einfach, okay? Ich hole ihn mir morgen. Die Klappe! Pass auf, da kommt ein Laster! Los, los, lauf hinterher! Hey! Ich komm auch mit. Setz dich sofort wieder hin! Ich bitte dich, bitte! Entschuldigung! Er hat die Kinder reingelassen! Weg da! Hey! Geh mir aus dem Weg! Weg da! Wow! Raus hier! Entschuldigung! Entschuldigung! Hier Vorsicht! Doch, Entschuldigung! Was ist los? Seid ihr verrückt geworden, oder was? Was soll das denn? Weg da! Aus dem Weg! Du hast ihn beinahe überfahren. Er lebt doch noch. Wohin jetzt? Es kommt gleich eine Rampe. Eine was? Jimmy hat eine Rampe über den Kanal gebaut, aber niemand hat sie bis jetzt ausprobiert. Das schaffen die nie. Wir sind nicht schnell genug, wir schaffen das nicht. Sie schaffen's nicht. Die sind so gut wie tot. Verfluchter Scheiß. Oh nein! Oh. Ja! Ja, wir haben es ja, geschafft! Ja, wir haben es geschafft! Das habt ihr nicht gedacht! Wie gefällt euch das? Wir sind hier! Ja! Sehen Sie dir an, wie sie da drüben stehen! Was ist denn? Warum kommt ihr nicht ich rüber? Ich bring diesen Jungen um. Das war irre. Kein Mensch wird uns das glauben. Wir haben Zeugen. Wen? Diese beiden Idioten? Die werden es garantiert niemandem erzählen. Ja, du hast recht. Wir haben es trotzdem geschafft. Wir sind über den Kanal gesprungen. Vielleicht hat uns jemand gesehen. Niemand hat uns gesehen. Wir müssen es einfach nochmal machen. Was? Du hast mich schon verstanden. Wir machen es nochmal. Das kannst du sowas von vergessen. Was willst du hier? Das wirst du gleich sehen. Wir sehen uns hier ein bisschen um. Cool. Hey, Onkel Ed. Hey, Partner. Du machst doch keinen Unsinn? Nein. Gut. Willst du was trinken? Danke. Wie heißt dein Freund? Das ist Kyle. Er ist neu hier. Hey, Kyle. Hi. Ist das Ihr Flugzeug? Nein. Ed spart auf ein Flugzeug. Gefallen dir Flugzeuge? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Naja, ich meine, ich habe noch nie in einem gesessen. Nochmal! Geht's? Oh, oh, oh. Ja, oh, oh.
Wir kommen zu spät zum Abendessen. Danke, Onkel Ed. Ja, vielen Dank, Mr. Thomas. Ach, ist schon gut. Du kannst mich Ed nennen. Okay. Erzähl deiner Mutter nicht, dass du mitgeflogen bist. Machst du Witze? Ich kenne dich, du verplapperst dich gern. Nein. Es gab kein Looping. Verstehe. Und keinen Sturzflug. Ja, okay. Können wir morgen auch fliegen? Und was ist mit der Schule? Wir haben morgen keine Schule. Ja. Oh, wirklich? Ja, da ist eine Lehrerkonferenz. Ich hätte es fast vergessen. Ja, stimmt. Ja. Ach ja? Ja. Mhm. Okay, wir treffen uns am Flugplatz um 7. Schon um 7? Was? Ja, wir starten, machen ein paar Loopings. Und ihr seid dann trotzdem pünktlich in der Schule. Abgemacht? Okay. Kyle, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Gute Nacht, Onkel Ed. Bis morgen. Hey, und mach keinen Unsinn, Jungs. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Hallo, Mom. Bist du mit deinem Onkel geflogen? Natürlich nicht. Das ist Kyle. Er ist neu in der Stadt. Wir haben Riesenhunger. Hallo. Willst du auch was? Katie, hör auf, in dein Getränk zu pusten. Susan, das ist vor 2 Monaten abgelaufen. Wenn kein Schimmel drauf ist, bin ich sicher, dass es noch gut ist. Schätzchen, wenn du damit nicht aufhörst, kriegst du kein Hundebaby. Wer hat was von einem Hundebaby gesagt? Wir könnten es Ace nennen. Das ist ein total blöder Name. So haben sie auch Großvater genannt. Darüber reden wir noch. Opa will sicher nicht, dass ein Hund seinen Namen bekommt, du kleiner Homo. Oh. Entschuldige bitte, was? Wir gebrauchen diese Art Worte nicht in unserem Haus. Was ist denn Homo? Es ist kein schönes Wort. Siehst du, was du angerichtet hast? Du solltest ihr ein Vorbild sein. Darf ich noch was essen? Klar, du kannst dir einen Schenkel nehmen. Immer bin ich an allem schuld. Sind doch noch Flügel da. Möchtest du noch Brot? Ja, bitte. Er spricht nicht. Er hat vor langer Zeit bei einer Operation seine Stimme verloren. Oh. Ist schon okay. Er hat noch nie viel geredet. Er saß immer auf der Couch und hat geraucht. Ich weiß nicht, warum ich ihm das Essen bringe. Er isst sowieso nichts. Großvater? Hallo, hier ist dein Abendessen. Hast du Hunger? Willst du etwas Wasser? Hier. Wie wäre es mit etwas Kartoffelpüree? Mama hat es gemacht, es ist wirklich gut. Probier mal. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass es gut schmeckt. Siehst du den hier? Den Orden hat er bekommen, weil er einen anderen Piloten gerettet hat. Hin und wieder zeigt er sie mir. Und manchmal polieren wir die Orden. Ich bin stolz auf ihn. Du hast mich im Stich gelassen. Was? Nach der Schule. Als Jack uns entgegenkam. Du hättest nicht abhauen dürfen. Ja, es tut mir leid. Ich dachte, du schaffst das alleine. Ich meine, du hast das Jack doch gezeigt. Und wenn es nicht geklappt hätte? In der Schule habe ich dir auch geholfen. Dasselbe hätte ich von dir erwartet. Entschuldige. Ich war nervös. Ich hatte Angst. Entschuldige. Schon okay. Wir haben sie besiegt. Ja. Sind wir in der Nähe, Kyle? Ja, es ist nicht mehr weit. Ah, da vorne. Das Weiße Haus. Da wohnst du? Ja. Bist du sicher? Ja, das ist es. Danke. Keine Ursache. Es war ein schöner Tag. Das stimmt. Also, wir sehen uns dann morgen früh. Treffen wir uns hier oder am Flugplatz? Treffen wir uns am Kanal. Okay, wir sehen uns. Gute Nacht. Schön, dich kennengelernt zu haben, Kyle.
Danke fürs Nachhausefahren. Entschuldige, dass ich zu spät komme. Können wir los? Ja. Hier, ich habe uns Walkie-Talkies besorgt. Lass uns außen rumfahren. In Ordnung. Das ist echt cool. Gehört das deinem Onkel? Nein, er passt nur auf sie auf. Komm, wir sehen uns das hier mal an. Dürfen wir das? Klar. Wenn ich hier bin, verbringe ich die Zeit damit. Wow. Ist es schwer zu fliegen? Nein. Ed bringt es mir bei. Ich darf immer mit ihm mitfliegen. Hey, soll ich dir mal was echt Tolles zeigen? Wo laufen wir hin? Wirst du gleich sehen. Was hast du vor? Das ist ja ein heißer Vogel. Ja, eine wunderschöne Maschine. Was für ein Typ ist das? Es ist eine Twin Beach. Komm mit, ich muss dir das Cockpit zeigen. Moment mal. Bist du sicher, dass das okay ist? Ja, der Besitzer lebt in Las Vegas. Er kommt nie her. Und was sagst du? Sieht wie ein Wohnmobil aus. Ja, steig ein. Stopp! Drück da nicht drauf. Sei nicht nervös, ich kenne mich aus. Nicht, dass du die Maschine startest. Nein, tue ich nicht. Hey, ich zeig dir was. Nimm das Steuer. Und jetzt beobachte das Höhenruder. Was hast du getan? Nichts. Oh je, das ist nicht Ed. Oh, sie kommen näher. Wir müssen hier raus. Nein, sie werden uns sehen. Verstecken wir uns da drin. Schnell, beeil dich. Mach schon. Ich hab mein Walkie-Talkie. Nein. Ich erwarte, dass alles so läuft wie abgesprochen. Du weißt ja, du kannst dich auf mich verlassen. Ich will keinen Ärger, verstanden? Mhm. Was tun die da? Falls die losfliegen, sind wir hier drin gefangen. Ich glaube, sie holen irgendwas. Verdammt, wir werden gleich starten. Wir müssen hier raus. Ja. Was? Sie haben Waffen. Was sollen wir jetzt tun? Thank you.
Wo fliegen wir hin? Keine Ahnung. Oh Mann, jedes Mal, wenn ich die Schule schwänze, passiert irgendetwas. Was siehst du? Sie tragen Taschen ins Flugzeug. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Hey, wie wär's, wenn wir jetzt abhauen? Bist du verrückt? Fliegen wir jetzt nach Hause. Das hoffe ich. Komm, Jason, wach auf. Wie spät ist es? Ich muss auf die Toilette, sonst mache ich mir noch in die Hose. Und ich bin hungrig. Vielleicht finden wir was. Ja. Jason, komm schnell her. Ist es das, wofür ich es halte? Ja. Los, raus! Verdammt, wo ist die Tür? Was ist hier eigentlich los? Wo sind die alle? Ich weiß es nicht. Wir müssen es den Piloten sagen. Ich flieg die Maschine nicht. Du hast gesagt, du kannst fliegen. Nein, nicht so eine Maschine. Die ist riesig. Ich bin mit Ed eine Kleine geflogen. Das ist was anderes. Willst du sterben oder fliegen? Und was machen wir mit der Bombe? Du fliegst das Ding und ich kümmere mich um die Bombe, okay? Okay. Ich schaff das nicht. Mayday, Mayday. SOS. Jemand muss uns bitte helfen. Hallo? Hört uns jemand? Ich heiße Jason McIntyre. Ich bin noch ein Kind. Hallo, helfen Sie mir. Kann mich jemand hören? Was tust du denn? Ich hab die Bombe. Warum bringst du sie her? Was hätte ich denn machen sollen? Wirf sie raus. Einfach so raus? Ja, geh, wirf sie raus. Okay. Schnell. Kann mich jemand hören? Mayday, Mayday. SOS, ist da jemand? Kann mich jemand hören? Ist sie draußen? Ja. Okay.
Kann mich jemand hören? Ist da jemand, der mich hört? Das gibt's doch nicht. Irgendjemand muss mich doch hören. Verdammt, warum hört uns denn keiner? Scheiße. Ich verstehe das nicht. Wir fliegen auf den Berg zu. Hallo? Wir fliegen direkt auf ihn zu. Du hast recht. Scheiße. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen sie hochziehen. Okay, komm, zieh sie schon hoch. Oh. Auf einem Flugplatz. Oder auf einer Straße. Ich sehe weder eine Straße noch einen Flugplatz. Ich sehe eine Straße. Wir müssen nach links runter. Vorsichtig. So ist es gut. Wir müssen an Höhe verlieren. Ja, wir verlieren an Höhe. Sehr gut. Und was jetzt? Keine Ahnung. Okay, was macht Ed, bevor er landet? Ich kann mich nicht erinnern. Überlege, welchen Knopf drückt er? Die Räder. Wir müssen das Fahrwerk ausfahren. Hier. Soll ich drücken? Ja, ja. Okay. Okay. Was jetzt? Flaps. Die Landeklappen. Den Kippschalter nach unten? Ja, mach. Okay. Wir schaffen es. Wir fliegen ein Flugzeug. Was war das? Turbulenzen. Glaub ich. Bist du sicher, dass du es schaffst? Da sind zu viele Autos. Das wird nicht klappen. Ich hoffe, die Autos sehen uns. Das werden sie. Ich bin mir sicher. Jason, da sind viel zu viele Autos. Wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Ich weiß. Wieso fahren die Autos nicht weg? Ich weiß es nicht. Haut von der Straße ab! Halt sie gerade! Ich versuch's ja, hilf mir! Wir müssen langsamer werden, wir sind zu schnell! Das weiß ich! Eine Hupe oder sowas? Flugzeuge haben keine Hupe! Geht uns aus dem Weg! Jason, pass auf! Ich muss sie hochziehen! Jetzt wieder runter! Runter! Siehst du den Laster? Schnell zieh die Maschine hoch! Wir müssen runter auf die Straße! Versuch zu bremsen! Wir sind zu schnell! Wir werden nicht langsamer! Schweig auf die Bremse! Stopp! Los, halt an! Kyle, wir leben noch. Alles okay? Ich denke nicht, dass ich noch eine Toilette brauche. Oh Mann. Guten Appetit. Danke. Möchten Sie noch Kaffee? Was darf ich Ihnen bringen? Machen Sie auf. Oh, das tut mir so leid. Entschuldigen Sie. Haben Sie sich verletzt? Au, ja. Oh, tut mir leid. Schon okay. Sieht man was auf der Stirn? Nein.
Man sieht nichts. Na, dann ist es gut. Ich kann einen Krankenwagen rufen, wenn Sie wollen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, ich hätte gerne eine Kanne Kaffee, bitte. Okay. Danke. Milch? Nein. Zucker? Nein, danke. Wollen Sie jetzt ein Frühstück? Sie sagen, der Pilot und die Passagiere wären aus dem Flugzeug gesprungen. Überraschen Sie mich. Gezwungen waren, es selbst zu landen. Was? Außerdem sei eine Bombe an Bord gewesen. Eine unglaubliche Geschichte. Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Wir haben eine Bombe an Bord gefunden und wollten es dem Piloten erzählen. Aber als wir ins Cockpit kamen, war niemand außer uns in diesem Flugzeug. Das ist mein Sohn. Das ist mein Neffe. Also setzte sich Jason ins Cockpit und flog das Flugzeug. Jason, wie hast du die Maschine nach unten gebracht? Kyle war mir eine große Hilfe. Er hat die Bombe rausgeworfen. Dann kam er zu mir ins Cockpit und hat mir geholfen, die Maschine zu steuern. Ohne Hallo, ihn hätte Jason. Ich das nicht geschafft. Noch ist der Besitzer der Maschine nicht ausfindig gemacht worden. Wir haben die zwei Minderjährigen in Gewahrsam genommen. Es scheint, das wollten die Jungs sich wichtig machen. Vielleicht ging es auch nur um eine Wette. Wir haben nichts gefunden, das die Aussage der Kinder bestätigen würde. Wir wissen nicht, ob sich eine Bombe an Bord des Flugzeugs befand. Ist der einer von uns? Diese beiden Kinder waren ganz klar am falschen Ort zur falschen Zeit. Die Polizeiberichte sind noch lückenhaft. Das ist ja irre. Soweit wir wissen, waren diese Woche etwa 4 Millionen im Flugzeug. Fast nur Einnahmen aus dem Casino. Das Geld ist verschwunden. Findet heraus, wer das getan hat. Das kann jeder getan haben. Ich will wissen, wo Ray und Carmen sind. Verbindet mich mit meinem Bruder. Die Bullen sind draußen. Sie wollen dir ein paar Fragen stellen. Sie wissen, dass die Maschine dir gehört. Das ist ja großartig. Beschäftige sie, Sal. Mach ihnen Sandwiches oder sowas. Okay. Ich rufe Silvio an. Gut. Ich möchte mein Flugzeug zurückhaben. Der das getan hat, wird dafür bezahlen. Und ich will die Kinder sehen. Okay? Wird erledigt. Wir sind so gut wie tot. Das ist einfach unglaublich. Was sollen wir jetzt tun? Mann, was sollen wir jetzt tun? Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Beechcroft D18. Silvio, wo warst du? Annie. Silvio, wo bist du? Angelo, hör zu. Ich war mit Lenny was trinken und hab das Telefon nicht gehört. Weißt du was? Nur das, was sie in den Nachrichten gesagt haben. Was zum Teufel ist los? Weißt du, wer es war? Noch nicht. Kann ich irgendwas tun? Ja, ich möchte, dass du herkommst. Silvio? Zu dir nach Haus? Ja, zu mir nach Haus. Pass auf, ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Hör mal, es könnte jemand von uns gewesen sein. Ich brauche dich hier. Ich werde morgen da sein. Okay, großartig. Wir sehen uns dann. Okay. Wir fahren zu Angelo. Das soll wohl ein Witz sein. Silvio! Wenn wir jetzt verschwinden, weiß er, dass wir es waren. Wir haben das Geld. Lass uns einfach von hier abhauen. Mexiko, Afrika, irgendwo hin. Wir können nirgendwo hin. Wo auch immer wir hingehen, wird er uns finden. Wenn er uns gefunden hat, tötet er uns. Und was ist mit den Jungs? Vielleicht haben sie uns gesehen. Wir holen uns diese Kinder. Mom, Dad, sie sind da! Jungs, kommt rein. Oh mein Gott, Jason. Mom, entschuldige bitte. Es tut mir wirklich leid. Ich hab's dir verboten. Mom! Susan! Ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ja, Mom. Du riechst nach Hamburg. Einen aufregenden Tag hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt reicht's. Aber Mom! Das kann ich mir vorstellen. Hey. Hi. Das nächste Mal nimmst du Flugstunden, bevor du eine zweimotorige Maschine fliegst, okay? Ja. Versprochen? Ja. Jetzt entschuldigst du dich noch bei Karls Mutter. Ja, okay. Komm, wir gehen. Mom? Aha. Ich bin gern daheim.
Das hier ist nur ein Motel. Aber wir werden bald wieder ein Zuhause haben. Ich fühle mich daheim, weil du bei mir bist. Schlaf gut, mein Schatz. Gute Nacht. Und träum nicht wieder von Wanzen. Hey, Lenny. Ha? Hast du je daran gedacht, ein Kind zu töten? Nein. Aber ich werde es tun, wenn es nötig ist. Hallo, Jungs. Hey, hey. Hi, Kyle. Hi. Hallo, Jason. Wie geht es dir? Gut. Gut? Ja. Hallo, Kyle. Das ist dein zweiter Schultag und jeder kennt dich schon. Ich weiß. Wir waren in den Nachrichten und in allen Zeitungen. Man nennt uns die Flyboys. Ernsthaft? Ja, todernst. Ich musste sogar ein Autogramm geben. Nicht wirklich. Doch, ganz ehrlich. Oh, Mann. So ein Mist. Beinahe hätte ich sie vergessen. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Weglaufen? Kyle Barrett? Jason McIntyre? Ja? Mhm. Ich bin Special Agent Clinton. Und das ist Agent, Bush. Bush. Wir sind vom FBI. Federal Bureau of Investigations. Wir möchten euch noch ein paar Fragen stellen. Würdet ihr bitte mitkommen? Ja, okay. Klar. Gut, gehen wir. Wow. Ja. Ein Glück, dass Sie gekommen sind. Das kannst du laut sagen. Wir hätten sie uns im Gebäude schnappen sollen. Lenny, das sind doch nur Schulkinder. Dann kann ich ja jetzt die Schokobonbons alleine essen. Wir fahren zu Angelo. Was? Bist du verrückt? Angelo hat die Kinder. Die Rotzlöffel werden uns wieder. Vielleicht haben sie uns gar nicht gesehen. Ich finde, wir sollten jetzt Angelo besuchen. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Wenn wir nicht zu ihm fahren, könnte er denken, dass wir es waren. Er will Leute um sich haben, denen er vertrauen kann. Dann wirst du dich wie ein Stück Scheiße fühlen. Was machst du denn da? Jetzt fühlen wir uns beide wie Scheiße. Iss weiter. Wo fahren wir hin? Das wirst du gleich sehen. Wir sind in einer Minute da. Gut. Hey Jungs, wenn ihr ein Bier oder ein Wasser wollt, da hinten gibt es einen kleinen Kühlschrank. Danke. Kyle? Ich wusste gar nicht, dass FBI-Leute Cadillacs fahren. Ihr könnt aussteigen. Wessen Haus ist das? Es gehört Mr. Angelo Esposito. Es war sein Flugzeug. Er will sich dafür bedanken. Kommt schon, Jungs. Es ist alles in Ordnung. Hier lang.
Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist okay. Ihr seid doch die Flyboys. Hey, hey. Schön, so berühmt zu sein, hä? Ja. Der Boss möchte dich sehen. Sal, zeig den Jungs den Kerker. Den Kerker? Keine Angst, Jungs, so nennen wir unser Spielzimmer. Kommt mit. Okay. Da lang. Ihr könnt spielen, womit ihr wollt. Es gibt dort eine paar leckere Sandwiches. Und der Kühlschrank ist voller Süßigkeiten und Getränke für euch. Fühlt euch wie zu Hause. Mr. Esposito wird in wenigen Minuten da sein. Okay, danke. Ich habe sowas Cooles noch nie in meinem Leben gesehen. Klasse. Gab es Ärger mit den Kindern? Nein, es sind liebe Jungs. Ja? Ja. Gut. Alles geht schief. Könnte sein, dass wir schnell abhauen müssen. Wenn wir Pech haben, weiß ich, wen ich zuerst erschieße. Ich will die Schlüssel. Diese blöden Kinder. Gib mir die Schlüssel. Was? Gib mir die Autoschlüssel. Wieso? Sofort. Okay. Du unternimmst nichts, außer ich gebe dir ein Zeichen, verstanden? Ja. Angelo? Ja? Silvio ist gerade gekommen. Soll ich ihn zu dir runterschicken? Ja, er soll runterkommen. Ich habe schon auf ihn gewartet. Okay. Angelo will dich unten sehen. In Ordnung. Und wo sind die Kinder? Lenny, hast du Hunger? Ja. Sal, gib ihm was zu essen. Wird gemacht, Silvio. Es tut mir leid, was da passiert ist. Ja? Nicht halb so leid wie denen, die uns das angetan haben. Haben sie dir was erzählt? Nein. Nein. Ich habe sie noch nicht gefragt. Sieh dir die zwei an. Wir hatten auch immer so viel Spaß. Wir beide. Das ist lange her. Noch nicht so lange. Ich habe Hiroshi bezahlt. Was? Ich habe deine Schulden bezahlt. Du bist frei. Ich hab's dir nicht gesagt, weil ich meinem Bruder eine Lektion erteilen wollte. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Jetzt sofort. Ich dachte, es wäre schön, wenn du das weißt. Was ist? Silvio? Als wir noch Kinder waren, hattest du diesen LP-Wechsler und ich durfte ihn nicht anfassen. Und dann eines Nachts, Mom und Dad stritten mal wieder und... Und ich hatte Angst und du hast mich diese Band hören lassen, damit ich mich beruhige. Bad Company.
Das Album des Jahres 1974. Bad Company. Dann schlief ich mit dem Bewusstsein ein und hoffte, dass mein großer Bruder immer auf mich aufpasst. Ich hab immer auf dich aufgepasst. Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Ehrlich. Hol dir was zu essen. Ich werde mal die Kinder ein wenig ausfragen. Okay? Getroffen! Das war nur ein Streifschuss, du Loser! Das nächste Mal erwische ich dich! Versteck dich ruhig hinter dem Sofa, das wird dir aber nicht helfen! Gibst du auf? Warum sollte ich? Weil ich gewonnen habe, ich habe dich öfter getroffen! Nein, das hast du nicht! Doch, das hab ich! Hast du nicht! Kurze Pause! Was hast du eigentlich gesagt? Kurze Pause! Hey! No. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich habe keine Angst. Lassen Sie die Waffen fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich gebe nicht auf. Hör zu, wir stellen ihn auf drei. Eins, zwei, drei. Ich gebe dir Deckung, Kai. Alles klar. Wir müssen ihn einkreisen. Das wird euch nicht gelingen. Warte, gleich haben wir ihn. Kyle, er muss nachladen. Das ist unsere Chance. Wer auch immer Sie sind, geben Sie auf. Nein, habe ich nicht vor. Sie sind so gut wie erledigt. So kriegt ihr mich nie. Keine Bewegung. Ich gebe auf. Wie heißen Sie? Angelo. Sind Sie ein Guter oder ein Böser? Das kommt darauf an. Ergeben Sie sich? Hä? Ergeben Sie sich! Kyle, Hilfe! Ich bin schon da! Kyle! Jetzt hab ich dich, komm her! Ihr habt keine Chance! Ich hab euch doch gesagt, ich gebe nicht auf! Brauchst du Hilfe, Boss? Moment, geh nicht! Genau, zwischen die Augen! Die Jungs haben Zukunft. Guter Schuss. Ich hab ihn getroffen. Okay, Jungs, setzen wir uns hin. Helft mir hoch. Ich bin schon alt. Ihr seid gut drauf. Ja. Toller Schuss. Danke. Habt ihr Spaß hier? Ja, und wie? Gut. Ihr erinnert mich an meine Söhne. Sie sind in eurem Alter. Wo sind sie? Sie leben nicht hier. Sie sind in Boston bei ihrer Mutter. Ich sehe sie nicht oft. Also... Also, haben Sie dieses Zimmer eingerichtet? Ja, ich habe es für die beiden eingerichtet. Aber sie sind nicht oft hier. Wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr mein Flugzeug gerettet habt. Schon klar. Kein Problem. Ihr seid hier, weil ich etwas Besonderes für euch tun will. Okay? Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr bestimmt. Wirklich? Ja, wirklich. Denkt darüber nach. Keinen Scheiß, ja? Alles, was ihr wollt. Cool, eh? Während ihr zwei euch Gedanken macht, würde ich euch gern ein paar Fragen stellen. Na klar, nur zu.
Okay, die Polizei weiß nicht, wer euch beide da oben im Stich gelassen hat, also muss ich es herausfinden. Die Typen, die es gewesen sind, haben mir was weggenommen. Mhm. Zwei schwarze Taschen. Was war denn drin? Private Sachen, sehr persönliche Dinge, Dinge, die mir viel bedeuten. Also, habt ihr jemanden in der Maschine gesehen? Hey, Leute! Das sind Kyle und Jason. Hey, seht ihr den Kerl da? Der mit dem vollen Mund. Uh-huh. Wir nennen ihn Lenny, den Loser. Und glaubt mir, er ist einer. Und der andere Kerl da ist mein kleiner Bruder. Mein Bruder Silvio. Hi. Hallo, Silvio. Hallo, Jungs. Ja. Hey, Sal, besorgt den Jungs ein Eis. Alle Sorten, die sie wollen, okay? Kommt mit, Jungs. Ah, cool. Danke. Mal sehen, was wir haben. Ich komme in einer Minute nach. Was haben Sie gesagt? Sie haben nichts gesehen. Sie haben nicht mal die Taschen geöffnet. Silvio? Ja? Bring die Jungs nach Hause. Ich will nicht, dass die Eltern beginnen, Fragen zu stellen, okay? Ich muss telefonieren, bin gleich zurück. Hier, Jungs. Ich weiß, dass ihr darauf steht. Oh, danke. Snacks, vielen Dank. Schokolade. Und hier sind noch ein paar Energieriegel. Da, da. Hier, der Reiseproviant. Danke. Ja. Okay. Hat's euch gefallen? Mhm. Gut. Unser Treffen soll ein Geheimnis bleiben, okay? Unser Geheimnis. Okay, kein Problem. Gut. Was ist mit eurem Wunsch? Wisst ihr, was ihr wollt? Noch nicht. Nein. Denkt nach. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann ruft ihr mich an. Das ja. Haben wir. In Ordnung. Alles, was ihr wollt. Okay. Egal was. Cool. Hört zu, mein Bruder wird euch nach Hause fahren. Seid nett zu ihm. Er ist nicht so stark wie wir. In Ordnung. Okay. Ja. Ja. Gut. Wir sehen uns. Danke, Angelo. Hey, warte. Oh. Bring die Jungs nach Hause und werd Lenny los. Ich möchte mit dir zusammen essen, heute Abend. Okay. Okay. Wiedersehen. Bis bald. Okay, wiedersehen. Sie haben uns nicht erkannt. Halt's Maul. Hör auf zu rauchen. Ich bin mit dem Eis fertig. Wo soll ich das Papier hinlegen? Lass es einfach fallen. Hey, Silvio. Ihr Bruder ist cool. Ich mag ihn. Ja, ich mag ihn auch. Ich würde gerne wissen, warum man ihn gestohlen hat. Ist du's? Danke. Hey, wo habt ihr die Süßigkeiten her? Angelo hat sie uns geschenkt. Ja. Denken Sie, dass Angelo diese Typen erwischen wird? Ich weiß es nicht, Kleiner. Wenn er sie erwischt, was wird er dann tun? Keine weiteren Fragen. Kleine Pause. Das ist mein Walkie-Talkie. Ja, die Gangster haben meins mitgehen lassen. Gib her. Hey, Angelo Esposito ist hinter euch her, ihr Saftsäcke. Ich muss mal kurz pinkeln. Du gehst nirgendwo hin. Wenn uns was passiert, weiß er, dass Sie es waren. Ihr habt uns in eine wirklich blöde Lage gebracht. Steck die Waffe weg.
Warum mussten sie auch in der Maschine sein? Steck die Waffe weg. Was haben die Girlen dort zu suchen gehabt? Nimm jetzt sofort die Waffe runter! Silvio? Ihr beiden Rotzlöffel werdet dafür bezahlen. Er ist ihr Bruder, er wird ihnen verzeihen. Halt die Klappe. Du steigst aus und die beiden Jungs bleiben im Auto sitzen. Was? Du sollst aus dem Auto aussteigen. Sofort! Halt genau zu. Wenn ihr versucht wegzulaufen, erschieße ich euch. Das schwöre ich. Warum soll ich hier aussteigen? Ich hab dir gesagt, du sollst das Walkie-Talkie liegen lassen. Na und? Ich hab's mitgenommen. Einmal im Leben sag ich dir, was sollen wir jetzt tun? Du tust das nicht. Zusehen, dass wir verschwinden. Man wird uns an der Straße sehen. Wir müssen die Kinder in die Wüste bringen. Ich werde die beiden Jungs nicht erschießen. Gut, dann tue ich es. Also du wirst das auch nicht tun. Was sollen wir dann tun? Jemand anderen damit beauftragen? Die Kinder müssen verschwinden. Es ist vorbei, Lenny. Wir müssen es Angelo sagen. Was? Denkst du, er wird uns einfach so vergeben? Mir wird er sicher nicht vergeben. Halt die Klappe! Halt's Maul! Du blöder Idiot! Nichts wäre passiert, wenn du das Walkie-Talkie im Flugzeug gelassen hättest. Du verstehst nichts. Er bezahlte Hiroshi. Angelo hat meine Schulden bezahlt. Silvio, hör doch zu. Halt dein blödes Maul! Du kannst nicht klar denken. Du hast kein Hirn. Weil du ein Idiot bist. Ich hab meinen eigenen Bruder hintergangen. Wegen Geld! Du nimmst mir keine 2 Millionen Dollar weg, nur weil du plötzlich ein Gewissen hast. Er kommt, lass ihn nicht rein. Schließ das Fenster, schnell. Mach schon, beeil dich. Stopp! Jason, lauf weg! Lauf schneller, Jason! Hier lang! Hallo, helfen Sie uns bitte! Sie müssen uns helfen, bitte! Wir werden verfolgt! Sie müssen die Polizei rufen, schnell! Ganz langsam, was ist denn los? Er will uns erschießen! Und die Polizei geht um Leben und Tod! Los, komm! Lauf, Jason, lauf! Hey, wer seid ihr zwei? Bleibt stehen! Ich möchte doch nur mit euch reden! Ich werde euch nichts tun! Ich will nur mit euch reden! Lauf, Geist! Verdammt! Kyle, kannst du mich hören? Kyle. Er ist hier, Kleiner. Und ich bin auch hier.
Hör genau zu, ich habe keine Lust, mich zu wiederholen. Ich will dich in Angelos Hangar in 15 Minuten sehen. In genau 15 Minuten und keine Sekunde länger. Rede mit niemandem. Mit keinem. Nicht mit der Polizei. Und mit keinem Erwachsenen. Wenn du versuchst, mich zu verarschen und nicht kommst. Oder mit jemand anderem auftauchst, werde ich deinem kleinen Freund eine Kugel in den Kopf jagen. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Gut. In 15 Minuten. Ab jetzt. Beweg dich. Silvio, was ist denn? Bleib dran, ich gebe dir Angelo. Das Gemüse ist verkocht. Wieso? Ich soll dir sagen, es tut ihm leid. Bitte sag ihm das. Hey, Silvio. Was gibt's? Angelo. Silvio. Silvio, was ist denn mit dir los? Silvio, was ist denn passiert? Silvio. Lenny und ich haben etwas wirklich Dummes getan. Was denn? Erzählen, aber ich konnte einfach nicht. Du hast mein Geld gestohlen. Angelo. Du hast das Geld gestohlen. Er hat mir in den Rücken geschossen. Starte den Chopper, Manny. Starte den Chopper, Manny. Okay, er hat dir in den Rücken geschossen. Ist es sehr schlimm? Ich kann nicht atmen. Silvio. Okay, hör zu, beruhige dich. Beruhige dich, wo bist du? Wo bist du? Angelo. Ich bin gleich bei dir. Angelo, er schießt die Kinder und will zum Flieger. Ja, ich höre dich. Angelo, hör dich halt durch, Silvio. Ich bin ja da, Kleiner. Ich bin gleich da. Versuch ganz langsam Luft zu holen. Wo steckst du? Du musst mir sagen, wo du bist, damit ich dich holen kann. Jetzt hilf mir bitte. Sieh dich um und sag mir, wo du bist. Wo finde ich dich? Hey, hey! Hör damit auf! Hör damit auf und zwar sofort! Angelo, Silvio. Erinnere mich an das Lied. An welches Lied? Danke, Angelo, dass du immer auf mich aufgepasst hast. Angel. Was? Silvio. 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 Silvio! Lauf schon! Thank you.
raus. Geh schon. Was zum Teufel soll das? Bist du Pilot? Nein. Bleib da sitzen. Ich glaube, dein Freund wird nicht auftauchen. Dieser kleine Feigling lässt dich im Stich. Er ist kein Feigling. Ach ja? Und wo ist er dann? Hey, was ist hier los? Bist du Pilot? Kyle, ist alles in Ordnung? Ich hab dich gefragt, ob du Pilot bist. Ja. Gute Antwort. Du wirst mich hier rausfliegen. Bevor sie den Jungen nicht freilassen, werde ich nirgendwo hinfliegen. Wie wäre es, wenn ich euch beide sofort erschieße? Was soll ich tun? Kannst du dieses Flugzeug fliegen? Ja, ich kann es fliegen. Du sollst mich ansehen! Schon gut. Du kannst das Flugzeug also fliegen? Ja. Geh zum Wagen. Hol das Zeug aus dem Kofferraum. Du kommst mit mir mit. Beeil dich! Macht schon. Ich habe heute noch was vor. Gib mir die Tasche. Geht das nicht ein bisschen schneller? Los, steigt ein. Mach das Flugzeug startklar. Setz dich hin. Mist. Was ist jetzt? Hören Sie zu. Ich flieg Sie, wohin Sie wollen. Lassen Sie den Jungen laufen. Halt's Maul! Oder ich erschieß den Jungen und das war's dann. Und jetzt startet endlich die Maschine. Diese Maschine wurde nicht aufgetankt. Damit werden Sie nicht weit kommen. Flieg einfach nach Süden. Geht's auch genauer? Mexiko. Ground, requesting. Hör auf zu reden! Du sollst nur fliegen. Setz dich hin. Jason! Du sollst nach Mexiko fliegen! Ich freue mich, dich an Bord begrüßen zu dürfen. Du hast vielleicht Nerven. Wir müssen irgendwo auftanken. Flieg etwas höher, damit ich abspringen kann. Was glotzt du denn so? Angelo wird sie ganz sicher töten. Es wird Zeit zu gehen. Nein, er ist hier! Schnell, er, der hat Kyle! Nein! Ah.
töten! Jason, halt die Maschine gerade! Überleben würde. Hey, ich hatte solche alles Angst. Ist gut, alles ist gut. Wir haben es geschafft. Ist das nicht Angelos Hubschrauber?
Angelo. Alles in Ordnung? Jungs, alles okay? Ja. Wirklich? Ja. Gut. Das war unglaublich. Ich habe alles gesehen. Lenny hat Silvio erschossen. Ich weiß. Silvio hat versucht, uns zu retten. Ich weiß. Wo ist Lenny? Verdammte Scheiße! Komm schon hoch, du blöde Maschine! Da! Gut. Jungs, wisst ihr, wo mein Bruder ist? Mhm. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Jetzt sofort? Ja. Gut. Gehen wir. Es ist da vorne. Gib Gas. Fahr weiter, Vince. Tut mir leid, Boss. Uns auch, Angelo. Ich werde nie vergessen, was ihr Jungs für mich getan habt. Das mit dem Flugzeug tut uns leid. Das interessiert mich nicht. Das Geld auch nicht. Habt ihr euch entschieden, was ihr euch wünscht? Nein. Passt mal auf. Ich überlege mir was. Ich werde mir was Tolles ausdenken. Okay? Okay, ja. Sie waren klasse da oben. Auf Sie kann man sich verlassen. Wenn Sie einen Job als Pilot suchen, dann melden Sie sich. Danke. Die beiden... Ich weiß. Ich fahre die Jungs nach Hause. Ja. Alles Gute. Danke. Das wünsche ich Ihnen auch. Bis bald, Angelo. Bye. Okay, fahren wir. Erzähl deiner Mutter nichts. Gut. Wir sehen uns morgen, einverstanden? Bis morgen. Gute Nacht. Jason? Ja? Jason, ich hab dich angelogen.
Ich wohne nicht in dem Haus, das ich dir gezeigt habe. Meine Mutter und ich leben in einem Motel. Wir versuchen zu sparen. Das ist doch egal, Kai. Das ist doch nicht schlimm. Danke. Du bist der beste Freund, den ich je hatte. Und du meiner. Dann sehen wir uns morgen. Ja, das war ein aufregender Tag. Wir treffen uns am Kanal, okay? Ich werde dort sein. Jason, wo bist du gewesen? Hast du die Zeitung schon gesehen? Du bist ein Held. Du bist total dreckig. Wo warst du? Wasch dir die Hände. In 5 Minuten gibt es Abendessen. Mom, ich... Geh schon. Was machst du hier draußen? Oh, ich helfe dir. Willst du das? Das hier. Großvater. Wie war dein Tag? Er war schön. Fast jeder hat dich in der Zeitung gesehen und darüber gesprochen. Du bist ein berühmter junger Mann. Und was hast du heute in der Schule erlebt? Geh mir aus dem Licht! Du sollst mir aus dem Licht gehen! Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, bitte nicht! Wirklich? Ist dir aufgefallen, dass Rick richtig nett zu uns ist? Ja. Ist das dein Ernst? Ja, du hast recht. Wahrscheinlich, weil wir im Fernsehen waren. Ja, wahrscheinlich. Wow, wow, wow. Niemand hat was von einem Flugzeug mit offenem Cockpit erzählt. Jetzt ist es zu spät für einen Rückzieher. Aha. Vertrau mir, es wird dir gefallen. Den Sonnenuntergang auf 2400 Fuß. Mom, erleben. Es ist echt cool. Ich verspreche es dir. Okay, überredet, ich vertraue euch. Hey, Sie können da nicht stehen bleiben. Sind Sie Ed Thomas? Ja. Ein Geschenk von Angelo Esposito. Sorry, das kann ich nicht annehmen. Doch, das können Sie. Sie haben keinerlei Verpflichtungen.
Wirklich? Ja, wirklich. Es gibt nur eine Bedingung. Sie müssen die Jungs mit nach oben nehmen, wann immer sie wollen. Das ist ein Witz, oder? Hey, wir sind nicht hier, um Witze zu machen. Dieses brandneue Flugzeug gehört jetzt Ihnen. Alles in Ordnung? Ja. Gut. Schönen Tag noch. Es ist dein Flugzeug. Es gehört dir. Wer ist Angelo Esposito? Das ist eine lange Geschichte. Ja. Was ist denn los? Lasst uns endlich starten. Ja, gut. Oh Mann, das ist cool. Also mach den Gurt fest. Kann's losgehen? Ja. Worauf warten wir denn noch? Starte endlich! Dann sehen wir mal, was das Baby so drauf hat.